Aber für mich stellt sich jetzt die Frage, was das affektökonomisch bedeutet. Also ich muss es, glaube ich, ein bisschen ausführen. Ich glaube, sagen wir mal, in der alttestamentlichen Welt ist es ja eindeutig, wovor man sich fürchten muss und wer der Feind ist. Vielleicht ist es in Ist das Wirklichkeit. so? Also ich denke, also gerade, okay, die Ägypter sind natürlich die Gegner, da muss man in Exodus natürlich später sind es die Römer, also es ist sozusagen, wenn man eine Volksreligion hat, die einen Führer hat und dann, und natürlich ist Gott auch einer, der natürlich Gott ist die Stelle der Ambivalenz, weil das hat er dann Hiob schon gezeigt, also im Prinzip so eindeutig ist es nicht, wie man Gottes Wort verstehen und befolgen soll. Also da, natürlich in dieser Stelle ist schon eine Ambivalenz eingebaut, aber würde ich sagen, in der Regel, also ich meine, es gibt ja nur einen Hiob, würde ich sagen, in der Regel für die meisten nicht handlungsrelevant ist. Also für die meisten ist ja relevant, ich befolge das Gesetz. Also deswegen gibt es praktisch den Ausweg in die Orthodoxie, in die orthodoxe Auslegung der Religion und sozusagen, das ist ja der Regelfall, währenddessen der Umgang mit den Ambivalenzen ist etwas für religiöse Virtuosen. Die es dann natürlich auch schon immer Die es gab. auch gibt, ja. Also, aber ich unterscheide jetzt mal zwischen Regelfall und Ausnahme. Aber man könnte ja sagen, heutzutage ist ja die Sache nicht so klar. Also, weil heute müsste ja jeder Virtuose sein. Also, wenn sozusagen jetzt auch das, wovor ich Angst haben soll, beobachterabhängig wird, dann ist es ja sozusagen gefordert, also situativ keine Angst zu haben, die Angst zu überwinden, die zu nihilieren oder wieder einen Affekt aufzubauen. Weil also man könnte ja sagen, der Affekt ist, Angst ist ja auch, sagen wir mal, in einer semiotischen Weise produktiv, weil er eben eine Motion ist, also eine Bewegung ist. Also man könnte sagen, Angst, deswegen ist das System Flight, Fight, ist sozusagen ein intelligenter Rückzug, aber mit dem Impuls zu kämpfen, zu vernichten. Und wenn das aber sozusagen jetzt fluide gestellt wird, also wenn ich dich richtig verstanden habe, Badminton als Batman als Symbol, der die unterschiedlichen Beobachterperspektiven vereinbart hat, also dass es eben nicht klar ist, dass Batman in jeder Situation töten darf, manchmal darf Er er auch. tötet nicht, das ist das Genau, Interessante. also eben das ist jetzt das ist Sache, also dass er sich sozusagen wieder hemmen muss. Also, aber eigentlich sollte es ja effektlogisch keine Hemmung sein, sondern eine Transzendenz der Angst, also weil die Hemmung wäre ja gewissermaßen auch wieder eine Blockade, die vielleicht einen depressiv macht und das Charisma wegnimmt. Also da müsste doch eigentlich auch im Umgang mit der Angst eine Art von Virtuosität erforderlich sein, die, sagen wir, uns radikal überfordert. Also Wahrscheinlich überfordert die uns ja auch immer in der konkreten Situation, wenn wir Angst haben vor etwas. Also ich glaube nicht, dass man dann einfach sagen kann, dann verschiebst du deine Angst von A nach B. ja. Aber wenn man das auf einer gesellschaftstheoretischen Ebene sieht, dann würde ich dir zustimmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, vor etwas Angst zu haben, dass wir uns fast entscheiden müssen, vor was wir mehr Angst haben. Und wenn wir uns für etwas entschieden haben, vor dem wir Angst haben und uns anfangen, damit auseinanderzusetzen, dann zerfällt diese Angst in verschiedene Möglichkeiten wiederum. Und wir werden sofort andere Beobachtungsformen finden, die das relativieren, die mit Expertengutachten kommen, sagen, das ist eigentlich kein Grund für Angst. Wir kommen in die Frage der Semantik hinein. Also auf der kommunikativen Ebene, glaube ich, entschärft sich das gerade durch die Multiplizierung der Angst. Auf der individuellen Ebene ist das etwas anderes, wenngleich ich auch da vermuten würde, dass es viel mit der Semiotik unserer Gefühle und Ängste zu tun hat. Denn du fragst jetzt nach Angst. Angst ist nur eine mögliche Emotion und man müsste sie jetzt im Kontext anderer Emotionen, sagen wir mal von Liebe oder von Freude oder von was auch immer, müsste man sie sehen und dann hätte man wahrscheinlich auch eher ein Geflecht kultureller Optionen, woran sich Gefühle heften. Auch da würde ich aber sagen, ist der Film ein interessantes Beispiel der Massenkultur, weil er uns typisierte Formen anbietet, zu fühlen, zu empfinden, Motive zu haben, Verhalten zu mobilisieren,
in bestimmten Konfliktsituationen, angesichts bestimmter Angstszenarien. Das saugen wir praktisch auf und ich glaube, wir spielen das zum Teil auch nach. Gut, das ist dann die Idee der kulturalisierten Emotionen. Also das ich Emotion, glaube, also da ja, die Alternative, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Alternative wäre, dass es Gefühle gäbe, die noch nicht symbolisiert sind, nicht semiotisiert sind. Ich glaube, dass es das nicht gibt. Das Gefühl, also, wenn es kulturell, wenn es kommunikativ relevant wird, ist ein gedeutetes Gefühl, ist ein bestimmtes Gefühl. Das andere wäre ein völlig diffuses Gefühl und ich wüsste nicht, was das sein sollte. Also wenn ich jetzt mal die Weichenstellung benennen würde, also der eine Pol wäre sozusagen eine bestimmte Auslegung von Freuds Theorie S-Ich über Ich, wo das S sozusagen pure, nackte Emotion ist und als Über-Ich sozusagen gewalttätige Kultur. Mhm. Und das Ich ist jetzt sozusagen gerade daraus eine Dynamik. Und ich verstehe jetzt dein Modell ein anderes. Also das sozusagen die Trennung, die Freud noch macht und damit auch die Agonie im Prinzip nicht besteht, sondern die Emotionen in ihren Ausdrucksformen, in ihren Deutungsformen, in ihren, sagen wir mal, als Schaltformen, also wann sie anzuspringen hat oder nicht anzuspringen hat, selbst schon eingebettet ist in semiotische Prozesse. Ja, ich also glaube, damit auch die Trennung zwischen praktisch Kultur und Trieb damit hinfällig wird. Also Im Grunde genommen ja, denn ich glaube nicht, dass man das Phänomen gut beschreiben kann, wenn man mit einem hierarchischen Modell arbeitet. Und ich würde dann Freud auch eher so lesen, dass er in diesem Modell Grenzwerte beschreiben will, als Grenzwerte, die also in Reinform gar nicht existieren können. Aber wenn man sich vorstellt, dass das Bedeutung, ein Zeichenprozess, immer ein Prozess, also immer genealogisch und als Zeichenprozess immer rekursiv ist, dann kann ich weder ein reines Gefühl noch ein reines Symbol denken, sondern ich müsste sagen, gesellschaftliches und individuelles Leben beginnt in dem Augenblick, wo Gefühle in einer bestimmten Weise geformt werden, kommunikativ geformt werden, zeichenhaft geformt werden. Und das geht in einer ständigen Verschränkung von Wahrnehmung, Handlung, Gedanke, der wiederum eine bestimmte Art von Wahrnehmung, von Motiviertheit, von sich einlassen auf Kommunikation, von Wahrnehmen von Möglichkeitsräumen überhaupt sichtbar werden lässt. Und dann, glaube ich, sieht man eher ein rekursives Verhältnis, jedenfalls einen nicht-hierarchischen Prozess und kann nicht sagen, das ist eine ungeformte Triebnatur und darüber irgendwie eine Gesellschaft und dazwischen eine Balanceinstanz gäbe, sondern man müsste eher sagen, das, was wir eine Person nennen, ich will jetzt mal nicht sagen ich, sondern bewusst Person als eine gesellschaftlich formierte Einheit, ist das eher ein Schwingungsfeld. Also auch was wir als emotionale Wesen sind, die wir sind, sind wir nur, weil wir gesellschaftliche Wesen sind.